Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Matthäus 19, 27 bis 29. In jener Zeit sprach Petrus zu Jesus: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Neugestaltung, wenn der Menschensohn auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, gleichfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kind oder Äcker um meines Namens willen verlässt, wird das Hundertfache dafür erhalten und das ewige Leben erben. Laus tibi Christe. Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden.